Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Transport Fever 2. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, aktuell sind wir in unseren Intercity 4 von München Richtung Paris unterwegs, denn wir werden heute in Paris ein bisschen was neu machen, ein bisschen umbauen, aber nur eine Kleinigkeit, denn ich möchte eine neue Linie erstellen, beziehungsweise möchte ich eine Linie verlängern. In der letzten Folge hatten wir ja in Wien die U-Bahn gekauft, sind da auch mitgefahren und soweit für Wien mal fürs Erste wieder quasi fertig. Aber zuallererst, bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, möchte ich mich bei über 235 Abonnenten bedanken. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür, dass du mich mit deinem Abo und mit deinem Daumen nach oben unterstützt und herzlich willkommen in unserer kleinen, feinen Studio-Community. Ja, dann möchte ich noch ganz kurz etwas erwähnen, was noch wichtig ist, denn im Hintergrund während dieser Aufnahme bzw. während die Tage so vor sich hin vergehen, wird natürlich eifrig daran gearbeitet am ersten Livestream und es wird nicht mehr lange dauern. Ich brauche noch ein paar Tage, es wird sich wahrscheinlich im nächsten Wochenende, wir haben ja heute Sonntag, es wird wahrscheinlich am nächsten Wochenende das erste Mal losgehen. Ich bin schon tierisch gespannt, aber ich möchte noch die eine oder andere Kleinigkeit verbessern, denn der erste Livestream wird zwar noch nicht perfekt sein, aber er soll zumindest fast fehlerfrei sein, damit ich dir die ordentliche Qualität, die du gewohnt bist, auf meinem Kanal auch natürlich live anbieten kann. Ja, aber jetzt genug geschwafelt, ich möchte sofort loslegen, denn was habe ich heute vor? Ich möchte die Linie verlängern von Paris Richtung München und zwar weiter nach Hamburg. Ja, da legen wir gleich los. Wir haben was Neues und das zeige ich dir jetzt schnell. Denn es gab eine Mod, dann nehmen wir das mal kurz weg hier. Es gab eine neue Mod zu abonnieren, die nämlich dieses Gleisbett zurückbringt. Und auch das ist wieder etwas für den Schönbau. Da werden wir mal kurz schauen, was haben wir da. Da haben wir, glaube ich, mit oder ohne Prellböcke. Jetzt mal schauen, das ist ohne Prellböcke. Genau. So wollte ich das eigentlich nicht. Ich werde jetzt mal andocken und werde da so rüber gehen. Dann bauen wir das einmal. Und wir haben ein wunderschönes Gleisbett. Und das macht das Ganze gleich viel schöner. Beziehungsweise nicht nur viel schöner, sondern auch ebener. Und da bin ich schon so richtig gespannt drauf, wie das dann in allen anderen Bahnhöfen aussieht, wenn wir das dann dort auch machen. Wir werden das jetzt natürlich nicht in dieser Folge jetzt mal in allen Bahnhöfen machen. Aber das ist doch brauchbar. Hoppla. Das ist doch wirklich brauchbar. Und so gefällt mir das ausgesprochen gut. Nun ja, die Linie, was wir verlängern wollen, ist ja der Intercity 4. Das ist diese violette Linie hier. Das heißt, wir brauchen dieses Gleis. Und da werden wir jetzt gleich einmal das Gleis verlängern. Deutsche Hochgeschwindigkeit mit 300 km/h 50 Meter. Da werden wir da ein bisschen rüber gehen, beziehungsweise hätte ich mir überlegt, dass wir haben ja hier die Gleise verlängert nach Hamburg. Und zwar haben wir da die beiden hier verlängert. Ich hätte das gerne so, dass man da jetzt schon rausgeht. Bitte mit 300 km/h. Dann gehen wir da parallel dazu. Gut aus, haben wir da eh keinen Höhenunterschied? Nein, das ist perfekt. Jetzt müssen wir dann nur schauen, dass wir da irgendwie Richtung München kommen. Das heißt, wir werden da jetzt einmal da so die 300 weiter basteln. Und dann werden wir noch etwas machen, ganz genau. Ich habe mir übrigens die Mod runtergeladen, aber sie wirkt erst bei einer neu erstellten Karte. Das heißt, Season 2 wird dann schon ohne diesen Steinen und diesen alleinstehenden Bäumen da auskommen, sondern nur mehr, es wird Wald generiert, aber diese Steine sind weg. Das Einzige, das ich verändert habe, ist, ich habe mir noch eine Mod runtergeladen, dass die Steine ein bisschen natürlicher aussehen. Aber mehr ist es mir da eigentlich auch gar nicht gegangen. Wichtig war mir eigentlich, vielleicht die Mod schon funktioniert und alle Bäume entfernt, die ich nicht mag, aber das hat sie leider nicht. Soll uns aber weiter nicht stören. Wir nehmen die einfach mit Hand weg. So. Perfekt. Auch noch ein paar
auch noch gerne so haben. Da fressen wir uns auch in die Landschaft hinein. Hier und da und dort. So. Ja, das können wir jetzt ein bisschen kleiner machen. Ah, ich glaube, da habe ich doch sogar gesagt, den Stein lassen wir da einfach drin. Das nehmen wir weg, wenn es keiner sieht. Das können wir ruhig so lassen. Gut, dann, wir müssen Richtung München. Und da einfach das rübergehen, beziehungsweise wie würde es aussehen, wenn wir aktuell, wo sind wir denn überhaupt? Da sind wir. Wenn wir aktuell da mal noch ein Stück rausgehen. Bleiben wir da noch parallel. Jetzt ganz einfach. Oh. Gehen wir da oben drüber durch? Hier gehen wir oben drüber. Was wäre, wenn ich sage M? Ja, aber ohne diesen Damm hätte er gerne sowas da. Sieht doch gut aus, oder? Jetzt nehmen wir das hier weg, aber eher beginnend. Da helfen wir uns ganz einfach wieder mit so einer Straße. Und zwar so. Und so. Genau. Magst du mir so Hilfslinien zu arbeiten, also so Hilfsstraßen, die man als Hilfslinien verwenden kann? Können wir nämlich, nein, keinen Hafen setzen, sondern jetzt können wir nämlich hier andocken. So. Dann machen wir das so. Was wir aber jetzt auch noch machen könnten, wäre, dass wir das hier neu bauen. Sagen, wir wollen gerne von der Seite hier anschließen. Dann setzt er da einen Pfeiler hin, aber den kann man eigentlich so lassen, aber da setzt er den Pfeiler mitten in das Gleis rein. Was hätten wir denn da für eine Brücke? Dann nehmen wir doch glatt die Brücke da. Ich weiß nicht warum, aber mir gefällt das Teil. Ja. Und dann machen wir das so. Und ziehen die Gleise weiter. Und jetzt sind wir so frech und ziehen die Gleise direkt da nach oben. Schauen wir mal, was da passiert. Was entsteht dann da? Hoffentlich kein Crash to Desktop. Ich bin zuversichtlich. Steigung zu groß. Gut, das soll uns jetzt nicht stören, denn wir haben ja noch die M und die N-Taste. M. Und wir sind auf einer Brücke. Was? Das ist gekauft. Folgenden Grund, warum ich das kaufe. Ganz einfach, weil ich jetzt hier abreiß, hier und hier abreiß und hier abreiß. Das nämlich mit einer Aufschüttung und gibt das dann der Landschaft zurück. Also das heißt, mit Terraforming versuche ich das Ganze dann ein bisschen auszugleichen. Dann kriegen wir erstens mal ein bisschen eine hügeligere Landschaft wieder.
Zumindest das ist mein Gedanke in die Richtung. So, gerne hier. Mit Aufschüttung. Ja. Dann von hier nach da mit Aufschüttung. Und dann machen wir das hier auch. Schön ist, dass man jetzt ein bisschen Geld zurückbekommt. So, und von hier darüber mit Aufschüttung. So. Das sieht doch gut aus. Und jetzt brauchen wir das zweite Gleis noch. Das hätten wir. Konflikte und dann gehen wir da mal nach vor. Jetzt darüber. Dann schließen wir das hier auch noch an. So, jetzt gerne ein bisschen Terraforming. Und bevor wir so einen großen Eingriff machen, wollen wir mal speichern. Denn in letzter Zeit habe ich beobachtet, dass mir das Spiel gelegentlich bei Versuchen und beim Herumexperimentieren abgeschmiert ist. Das will ich ehrlich gesagt nicht. So. Sieht das denn alles hier so gar nicht so schlecht, oder? Was rausbeißen aus dieser Umgebung hier auch. Ein bisschen kleiner machen. Nehmen wir das hier weg und das hier. Da können wir ruhig jetzt vergrößern machen. Das will ich hier alles nicht haben. Sorry. Nicht Hamburg, es ist München. Ich will da niemanden beleidigen. Sorry, ist mir nur rausgerutscht. Gut. Da ist noch ein Stein. Da liegt noch ein Stein. So. Gut, jetzt hätte ich gerne passiert, wenn man da so. Wie würde das aussehen hier? Gar nicht so schlecht. Das lassen wir gleich so. So aussehen. Ja, da dürfen die Steine ruhig liegen. Machen wir auch so. Hier machen wir das auch. Und jetzt holen wir noch ein bisschen Farbe ins Spiel. Und zwar würde ich da gerne Waldboden nehmen. Ein bisschen dicker. Dann nehmen wir hier Gras. Ah,
die Stärke fahren wir zurück. Pinseln da ein bisschen mit rein. Das sieht gut aus mit dieser Fläche hier. Stecken wir da ein bisschen in den Wald drin und hier auch. Vielleicht etwas dieses Gras hier, machen wir das so, gerne etwas größer. So, was ich aber gerne machen möchte, ist Gras dunkelgrün, klein. Jetzt ruhig dicker sein. Aber nicht dicker, sondern einfach dieses nötige Fläche, die verschwindet, das mag ich nämlich überhaupt nicht. Bisschen zu viel ins Fototextur. Ein bisschen Gras wachsen. Was ich aber gerne hätte, ist Gras hellgrün. Größer sein. Sieht viel besser aus. Gut, jetzt natürlich hier noch, aber da lassen wir diesen Bahndamm. Da hätte ich gern den Bahndamm so gelassen, allerdings mit Gras dunkelgrün, Gras hellgrün, aber wieder etwas schwächer, etwas größer. Eine Spur stärker. Das sieht gleich viel dynamischer aus. Passt doch.
Aber die Bäume sind ekelhaft da drin, die kommen weg. Die haben da drin mal gar nichts verloren. Die radieren wir raus. Haben wir hier noch Bäume, die weg müssen? Das passt. Das lassen wir so. Vielleicht hier noch ein bisschen, wenn wir schon dabei sind. Dann hätten wir das auch erledigt und jetzt würde ich da gerne was probieren. Und zwar, wie wäre es, wenn wir auf dieser großen freien Fläche mal so ein bisschen noch weiter radieren. Stimmt dem Originalwald. Darf ich mich so aussehen? Hier gehen wir auch noch ein bisschen rein. Ja, dafür nehmen wir das wieder weg. Jetzt würde ich gerne mal was probieren. Und zwar machen wir da mal so eine Landstraße oder so eine Landstraße hier. Wie gesagt, ist nur ein Versuch. Ich würde gerne was ausprobieren. So. 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 So, was wäre, wenn wir jetzt das machen? So, brauche ich das Maltool dazu und dann hätte ich da gerne ein bisschen Gick, Weizen, Stärke. Darf ruhig größer sein, sonst male ich mich ja trotzdem nur mehr. Sieht. Da nehmen wir jetzt einmal dann, was haben wir denn noch? Ein Asphalt können wir nicht bemalen, dann haben wir Mais.
Mindestens am ersten Blick. Jetzt noch ein bisschen Weizen. Oh. Da ist ein Gleis, was durchs Weizenfeld durchgeht. Ja, da finden wir schon noch eine Lösung. Jetzt bitte Bäumchen. Das ist jetzt Bäume. Einzeln. Ah, vielleicht. Ja. Das ist kein anderes. Wenn ich das so mache, zack, so, kriege ich dann einen einzelnen Baum dorthin. Eigentlich nicht. Noch mehr. Kann ja nicht so schwer sein, da so eine Art Windschutzgürtel zu erstellen. Als will er mich jetzt gerade wirklich segieren. Aus. So schlecht. Gut, und jetzt noch, ja, das ist ja ein Maltool drin, ja, das lassen wir eigentlich, so könnten wir das eigentlich lassen. Und dann noch ein bisschen was mit Erdboden. Genau, dann machen wir da so ein Feld. Das war auch lecker.
halt aktuell gerade nichts angebaut. Ein bisschen kleiner, das ist zu klein. So. Das besser macht. So. Sieht doch schön aus. Was ich jetzt gerade gesehen habe, ist, wir haben keine. Wir haben keinen Strom. Das heißt, wir müssen das noch upgraden. Jetzt werden wir ein Problem haben mit den Zügen. Jetzt sind eh schon bei 31 Minuten, das heißt. Die Folge ist eh schon wieder fast zu Ende. Da müssen wir noch anschließen. Perfekt. Jetzt verlängern wir die Linie. So, machen wir mal ganz kurz Pause. Wir suchen uns die Linie IC. IC, das ist doch eine Intercity-Linie gewesen, oder? München. Genau, Intercity Paris München heißt ab sofort Intercity Paris Hamburg. So. Und fährt von München Hauptbahnhof. In welchem Gleis ist er denn da? Genau, aus diesem Gleis fährt er rüber Richtung Hamburg. Das gefällt mir, da kann er ruhig das Gleis da nehmen, weil das stört mich nicht. Dann geht's zurück nach München. Dann nimmt er auch hoffentlich das richtige Gleis. Genau. Und fährt dann da wieder dorthin, wo er hin soll. Genau hier ist der Wechsel. Jetzt brauchen wir noch, da haben wir ja Ausfahrtssignale, haben wir ja schon, während wir die letzte Linienerstellung gemacht haben, gebaut. Das heißt, wir brauchen dann hier noch ein Signal. Und wo würde das besser hinpassen als da zu unserem Feld? Das heißt, Signal, gerne das hier. Das stellen wir ganz einfach da. Dahin. Sieht gut aus. Da brauchen wir nicht mehr Signale. In den Tunnel rein brauchen wir auch keins. Wie sieht es hier aus? Hier haben wir genug Signale. Alles, was wir brauchen. Das ist eh ein Depotgleis. Da haben wir das Signal hier. Und dann passt das schon. Das Einzige, dass ich jetzt noch aufpassen muss, ist. Ist nämlich sogar der Zug, oder? Genau, du bist sogar der Zug, der jetzt eigentlich weiterfahren würde. Und ausnahmsweise, wir haben ja den Fahrzeugersatz, den nehmen wir sicher für den Livestream auf, ausnahmsweise werden wir jetzt hier einen Fahrzeugersatz durchführen, und zwar Fahrzeuge verwalten. IC41 und der IC42, also Intercity 41 und Intercity 42, wird ersetzt durch. Und welcher Zug passt wohl besser nach Hamburg als? Ganz richtig, der Metronom. Den machen wir jetzt ganz einfach. Dann haben wir den Metronom nämlich auch. Das war nämlich auch ein Wunsch. Und den möchte ich jetzt noch erfüllen. Ja, ich weiß, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich hatte doch auch einen Wunsch. Es kommt alles, ich verspreche es, aber ich wollte den Metronom haben, ich habe ihn nämlich jetzt aus dem Steam Workshop abonniert. Nur dazu muss ich erstmal die Lok finden. Das war eine Tracks, glaube ich. Das ist natürlich gut. Was für eine Zugnummer haben denn die? Ich kenne mich leider mit den deutschen Loks nicht aus, eigentlich gar nicht aus. Deswegen würde ich jetzt nicht einmal sagen können, dass wir den Zug gar nicht haben, weil ich ihn, glaube ich, noch nicht abonniert habe.
Unter Umständen, ja, ziemlich sicher sogar, habe ich den Zug noch nicht abonniert. Das heißt, es tut mir leid, aber bevor die Folge jetzt noch zu lange wird, steigen wir jetzt ganz einfach ein und fahren mit dem Zug mit. Und in der nächsten Folge verspreche ich, das ist wieder diese tolle Kamera, in der nächsten Folge verspreche ich, haben wir dann den Metronom und dann setzen wir ihn auch ein auf dieser Strecke. Tut mir nochmal leid, ich habe es vergessen zu abonnieren. Ich habe mich so gefreut, dass ich ihn jetzt, also zu aktivieren. Ich habe ihn zwar abonniert, aber noch nicht aktiviert. Aber dafür ist ja... Sag mal, wo bin ich denn da jetzt? Weiter zurück. Und so machen wir jetzt die Mitfahrt. In diesem Sinne, wir sind am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Transportfieber 2. Servus.